Na gut. So, Salzburg ist auch gefallen. Nehmen wir die erstmal aus. Region anzunehmen, Kriegsoperation und Geld. So, Kurfürst weniger. Mal wieder. Ey, das haben wir schön da oben. So gar nicht. Seite vom Osman angeheuert. Das ist aber nicht schön. Ganzen Festung hier, ey. Nervig. Du machst auch noch mit. Hey, Salzfee. Hallöchen. Den kannst du gar die Religion erzwingen. Geil. Aber er will noch nicht ganz. Okay, dann müssen wir noch kurz schmoren. Ja, das war nicht einfach, so groß zu werden, das sage ich dir. Das war nicht lustig. Teilweise. Das kann ich schon mal sagen. Wie groß ist denn die Pfalz hier? Fast, ne? Oh, reicht nicht. Waren 25, okay. Was? Hier war eine Schlacht. Okay. Sag mal, kommst du hier rüber? Nee. Kommst du hierher? Zufriedenheit geschürt, na danke. Wieso komme ich hier nicht hin? Wegen der Festung wahrscheinlich, oder? Ist ja doof. Fast. Fast haben wir das. So, Bregenz, willst du raus? Oh, bis Personalunion. Ja, wenn es gehen würde, ne, wird es gehen, aber leider geht's nicht. Der bringt mir das ja gar nicht, wenn ich das so wirklich belagere. Allerdings steht es mir im Weg. Ja, ich schicke die Posen wieder zurück. Schlecht.
das ist schlecht. Kommt ihr mal alle zurück. Das Kriegsziel wiederholen. Ein Schelm? Ja, wegen mir. Da macht der das nämlich weg. Nicht? Ja, nee. Sollte man vielleicht ein bisschen leben lassen, ne? Für Boni oder so. Also man will. Oh, sehr schön. Also man will es natürlich Dingens gründen. Italien. So, jetzt wird's. Sehr gut. Konvertieren wir dich einmal. Da haben wir wieder einen Kaiser weniger. Ist schon der dritte. Der zweite. Portugal ist Kaiser. Sehr schön. Wer kommt da als nächstes dran? Frankreich? Mailand. Okay, Mailand wäre dann theoretisch der nächste. Da als italienische Nation kriegt man die Mali gar nicht. Ja, Rom sollte man sich dann für den Schluss aufheben. Das wäre besser. Das ist wohl wahr. Ich hatte übrigens keinen Religionskrieg. Die Protestanten haben sich nicht getraut. Ja, dann geht er mal alles weg, wenn du Detail bist. Das auf jeden Fall. Der geht dann auf jeden Fall weg. So, Rodenburg. Offenbar auch schon dazu überreden. Achso. Das war hier nur das eine Ding. Rodenburg hat auch keinen Bock mehr. Und tschüss. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich bloß an die hier unten. Florenz und so, das ist noch so ein Problemchen. Ja, Frankreich ist immer schlecht bei dem späteren Spielverlauf. Weil die sehr stark wären mit ihrer Moral. So, kommen wir hier hoch. Achso, ich habe gar keine Rekrutenreserve mehr. Stimmt, da war ja was. Aha. Da müssen wir was locker machen, hm? So.
Wow, okay. Ich bin sehr stark gegen den Osmanen offenbar. Cool. Gut zu wissen. Nee, nee, bleib hier. Das ist wahnsinnig. Seine Goldprovinz hier besetzen. Ja, das hätte ich auch gern. Aber mein Absolutismus ist noch ziemlich am Arsch. Stärke für mehr Rekruten, ja. Oder Geld. Ne, sind die Rekruten in dem Fall. Und Stärke. Irgendwo Erlasse drin? Nee. Gut. Kastieren Österreich. Ach, das könntest du es eigentlich mal versuchen. Ich weiß zwar nicht, wie groß die jetzt bei dir sind, aber. Die werden dann zuerst auf deine Verbündeten losgehen oder auf den Schwächsten auf jeden Fall. Und dann sind die eigentlich erstmal abgelenkt. Wen wolltest du angreifen? Mailand. Vielleicht immer erstmal die Verbündeten rausklopfen. Hauptstadt besetzen hauptsächlich. Und dann kriegt man die relativ schnell in einem weißen Frieden. Vielleicht. Du solltest es mal versuchen. Speicherfeuer, das hilft. Pack den Spielstand raus aus dem Ordner und auf den Desktop oder so. Und dann, falls es doch nicht klappen soll, kannst du es einfach wieder reinziehen in den Safe-Game-Ordner. So. Das war ein bisschen Safe-Scumming, aber naja. Passiert. So, guck mal, wer da wieder runterkommt. Mailand. Okay. Ja, gut. Wie gesagt, ich sehe es ja jetzt nicht. Da kann ich das leider nicht genau sagen, ob das schon geht oder nicht. Haben wir hier einen Dreierbelagerer? Ne, nur ein Zweier. Na gut. Ist auch okay. Holen wir mal das Kriegsziel wieder her. Oh, das ist schlecht. Das könnte schlecht ausgehen. Der hat nur 41.000 Leute, der Österreicher. Oh, cool. Das mit Österreich verbündet bist, dann ist das doch super. Das sollst du ja eine Chance gegen Frankreich haben, normalerweise. Mailand. Also ich würde es wahrscheinlich mal probieren, also so wie ich das höre. Das klingt eigentlich ganz gut.
No risk, no fun, sage ich immer. Mehr schief gehen kann es nicht. Oh, komme ich nicht hin? Komme ich da hin? Auch nicht. Der lässt mich nicht durch, die Sau. Frankreich noch seine Vasallen oder hat die schon in sich aufgenommen? Wenn die schon aufgenommen hat, das ist nicht unbedingt ein Vorteil. So, okay, die haben hier ganz schön was besetzt jetzt. Eieiei. Lausitz, okay. Dir schon Schulden, ja. Sammel die mal und schon gleich mit die Religion durchsetzen. Dann ist das auch schon mal erledigt. So, okay, die haben jetzt ein bisschen was besetzt, ist aber okay. Hier müsste ich mal... Ne, die Hauptstadt ist frei, okay. Das ist wichtig, weil der annektiert werden muss. Ah shit, hier ist die Hauptstadt besetzt. Florenz wird sie schon gehen. Fast. Mailand? Noch nicht wirklich. Ragusa? Ragusa will. Und tschüss. Gibt's eigentlich schon einen neuen Dings? Nee. Oh, da fehlen sogar zwei jetzt mittlerweile. Sehr cool. Das sind gar nicht mehr so viele, die man aushauen muss. Mein Problem ist so ein bisschen, dass es jetzt Portugal ist, der Kaiser. Na, ja, Florenz ist ja auch relativ stark. Die haben einiges erobert. Befreit. So, mal ein bisschen unsere Provinzen befreien. Wir haben bestimmt wieder Kriegsmüdigkeit ohne Ende. Freien wir hier mal ein bisschen. Yay, kriegst du wieder. Dummerweise haben wir jetzt den ganzen Fortschritt verloren. Ist ein bisschen schade. Aber okay. Du gehst dahin.
So, wir sind jetzt bei 58% schon. Können wir noch ein bisschen was abfangen? Das wäre ganz nett. Nicht so wirklich, ne? So, okay. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus alles. So, den können wir auch mal abziehen. Oh, Schweden hat keinen Thronfolger. Haha. Ja, pass mal auf. Bam. Na, ob das gut geht. Bin ich mal gespannt. Ja, fanden die zwei jetzt nicht ganz so lustig. Oh, hier könnte man eventuell auch gleich einen draufsetzen. Mal gucken. Mit etwas Glück. Okay, so, die wuseln ja ganz schön rum, also, das muss ich schon mal sagen. So, 6%. So, was wir dann machen können, ist hier noch eins nehmen. Für Böhmen zum Beispiel oder Nizra, ja, oder gibt es ja kein Dings mehr? Oh, hat ein paar Ansprüche verloren. So, das wären die Ansprüche, worum es mir geht. Das sieht sehr gut aus. Dann könnte man noch Böhmen rauslassen, wie gesagt. Hier unten zum Beispiel. Machen. Brescia gewonnen. Yay. Frieden? Passt. Können wir da rein, Jo? Oh. Oh. Knapp verfehlt, Gott sei Dank. Wollte jetzt nicht unbedingt gegen die kämpfen. So, hier haben wir alles befreit. Dann können wir uns mal sammeln. Oh. Oh. Nicht gut. Hauptstadt wird belagert. Gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Florenz kriegt man nicht irgendwie schnell raus, ne? Nee. Mailand könnten wir schnell rauskriegen. Jupp. Oh, kriegt man sogar Kriegsrevolution. Sehr gut. Ich
Kleingeld als Entschädigung. Danke, so. Wo hat denn seine Hauptstadt? Ach, hier unten. Na, Ferrara. Lass uns durch, danke. Oh, ein Exiliert. Wieso das denn? Ah, gehört nicht zum Reich. Shit. Können wir uns hier deexilieren? Das wäre super. Aha. Ja, fast. Mist, da kommen wir gar nicht hin. Nein, die Hauptstadt verloren. Verdammt. So knapp davor. So ein Mist. Bottle. Ah, wir haben 99%, das passt. Okay. Ja, ich hatte so ein bisschen Geldprobleme hier mit Theodoro. Das war ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So, wir haben erfolgreich den Krieg geführt. Wer hätte das gedacht? Wir könnten Kammerwinsen an Venedig geben. Du bist ja nicht im Reich, ne? Genau. Da könntest du mir eigentlich erstmal egal sein. Träger aufkündigen. Können Sachsen entlassen. Mühlhausen. Die Lausitz. Dalmatien. Nee, Sigi. Können Provinzen zurückgeben. Was nehmen wir jetzt? Was ist denn das? Triest. Geht nicht? Triest, kein Dings mehr von dir. Nee. Pressburg noch. Könnten wir drei Nationen freilassen. Und dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen was holen.